Hallo, grüß euch, da ist der Bernhard von Ruta Toys. Schön, dass ihr dabei habt. Mich freut's. Und ich hab heute was für, ich sag jetzt mal eher für die Papas. Ja, für die Papas. Also eher so Papas über meinem Alter oder in meinem Alter, weil unsere Generation hat es auch noch mitgekriegt. Jetzt liege ich eher nicht mehr so. Aber wir haben jetzt Epsi wieder her da für euch, da wo viele sagen: Das gibt's noch! Ja, das gibt's noch! Und zwar, ich nehme jetzt beide Packungen jetzt hier. Fischertechnik! Haben wir sogar damals in Rüstung vor der Schule gehabt, dass man das technische Verständnis dafür kriegt. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ihr habt eine Stunde Zeit, baut eine Lenkung für ein Auto, das mal funktioniert. Nur so als Beispiel. Aber es hat sich mittlerweile so viel da bei Fischertechnik. Ich halte euch einmal besser ins Ding. Das ist zum Beispiel ein Pneumatikbausatz. Ich drehe es einmal um. Dass man ein bisschen sieht, unterschiedliche Modelle, was man draus machen kann. Die haben sich was einfallen lassen. Dann haben wir für euch so ein Starter-Kit da. Also, wer noch gar nichts daheim hat in der Richtung oder sich nicht auskennt oder mal anfangen möchte, sieht man auch ein bisschen so eine Modellvielfalt von dem Ganzen. Fischertechnik ist halt nicht Lego-Technik. Es ist jetzt nicht kompatibel. Nicht, dass man da meint, der was jetzt nicht kennt. Nein, Fischertechnik ist was Eigenes und das. Ich glaube, das hat sogar schon vor Lego-Technik gegeben, weil sogar mein Papa damit noch umeinander gespielt hat. Und wenn wir gerade bei dem Thema haben, mein Papa hat damit umeinander da für die, wo Märklin Metall noch was sagt, wir haben jetzt von Altech die Metallbaukästen da. Wir haben einen normalen da, wir haben einen da, der auch solarbetrieben ist. Von Solar gibt es auch was von Fischertechnik. Wir haben uns jetzt aber jetzt mal die zwei Modelle her da, weil Pneumatik ist einfach eine tolle Sache. Vor allem für das technische Know-how. Ich sag mal, wenn einer eine Landwirtschaft daheim hat und einen kleinen Stupsel, der wo sich für einen Bullock und alles interessiert, ich meine, der läuft auch alles, der ist als Pneumatik einfach alles mit Öldruck und so weiter. Und man kann das Ganze da einfach ganz besser anschaulichen, man weiß, wie das Ganze funktioniert, was man alles braucht, dass sich der Kompressor hebt und senkt und so weiter und so fort. Ich finde es schön, dass die Sachen noch gibt. Ich war selber überrascht, wie ich es bei uns am Großhandel gesehen habe. Und darum haben wir gedacht, Mensch Bernhard, die musst du jetzt ein Herder, weil bei Altech haben wir durch eine Kundschaft zum Ring gekommen, der hat gesagt, Mensch, gibt es das Märklin Metall nicht? Für Märklin Metall müssen wir bei Märklin direkt einkaufen, aber wie gesagt, wir haben ja keinen Eisenbahnlohn. Wenn wir Eisenbahnlohn waren und bei Märklin einkaufen daten, war es was anderes, aber wir haben einfach das Repertoire, haben wir nicht gelistet bei uns und deswegen kriegen wir es auch nicht, aber wir kriegen Altech für euch. Das ist eigentlich dasselbe. Ich denke mal, dass das sogar kompatibel sein wird von den Bohrungen her. Aber ich verspreche nichts, ich lege jetzt da meine Hand nicht ins Feuer. Ich habe selber einen Märklin Metallkasten drum, aber ich habe das da noch nicht zerlegt. Also von daher, weiß ich nicht, ob es hundertprozentig zusammenpasst, aber wir haben es da, wie gesagt, wir haben einen normalen Starterkit da, wir haben ein Solar da, von Fisher Price, haben wir das Pneumatik-Modell da und haben ein normales Starterkit da. Ansonsten kann man euch die Sachen alle bestellen, wie gesagt, es gibt mit Solar, es gibt Fernsteuerungssets dafür. Wir kriegen mal alles her, was Fischertechnik ist. Also, wer jetzt ein hellhörig wohnt ist, wenn es interessiert, einfach vorbeikommen, mit uns reden, Bescheid geben. Mensch, kannst du mir das bestellen oder kannst du uns das her? Wir kümmern es euch auf alle Fälle besorgen. Von daher wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Macht es gut. Pfiat euch. Euer Bernhard von Ruta Toys.